meiner neuen Top-5-Liste bei Spielen auch wieder drapiert. Heute geht's um komplexe Spiele. Wenn du schon ein paar Mal bei mir reingeschaut hast, weißt du vielleicht, dass ich so hauptsächlich zwischen Kinder-, Familien- und Kennerspielbereich unterwegs bin. Das heißt, so die allerkomplexesten Expertenspiele habe ich eigentlich nicht im Regal, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die du dann gleich zum Teil sehen wirst. Ich habe mich orientiert an dem Boardgame-Geek Rating. Boardgame-Geek, die größte Spieledatenbank, zumindest der westlichen Welt. Ich kenne mich in Asien zum Beispiel nicht aus, kann gut sein, dass es dort auch eine gibt, aber zumindest alles, was Amerika, Europa, Australien-centric ist, da ist, glaube ich, Boardgame-Geek oder kurz BGG die Nummer 1 an Datenbank für Brettkarten-Würfelspiele. Und ja, da gibt es unter anderem auch die Möglichkeit, eine Wertung zur Komplexität abzugeben. Die liegt zwischen 1 und 5, also 5 höchste Komplexität, 1 niedrigste. Da gibt es dann einen Durchschnittswert und wenn dann ein paar tausend oder 10.000 Leute eine Wertung abgegeben haben, dann hat das durchaus schon ein ganz gutes Gewicht und man weiß, wie man das einschätzen kann. Und ich habe da einfach mal meine Spiele sortiert nach der Komplexität und würde dir jetzt die Top 5, also die 5 komplexesten in meinem Regal einmal zeigen. Vielleicht noch so zur Einschätzung, so das am wenigsten komplexe wäre dann vielleicht sowas wie Uno zum Beispiel, das wäre dann so eine 1,00. Und die allerkomplexesten, die da sind, die ich aber nicht besitze, sind so King and Beth Monster, Mage Knight, Twilight Imperium, Spirit Island, so diese Ecke an Spielen. Aber schauen wir mal, was ich in meinem Regal dazu gefunden habe. Los geht's mit Platz Nummer 5. So, da muss ich gleich mal sehen, ob du mir das durchgehen lässt. Denn die verlorenen Ruinen von Arnak ist vom Rating her auf Platz 5 mit einer 2,88. Ist dabei aber, also ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe die Regeln schon gelesen, habe mich mit dem Spielmaterial vertraut gemacht, aber ich habe noch nicht die Gelegenheit gefunden, dieses ja doch, dann recht komplexes Spiel, was durchaus allein zu zweit schon über eine Stunde dauern wird und für die Erstpartie rechne ich immer noch mit 50% extra Zeit. Habe ich noch nicht die Gelegenheit gefunden. Ich drehe es einmal um, da ist eine Menge Material drin, damit du es auch einmal von hinten sehen kannst. Also es ist ein im besten Sinne Eurogame, würde ich sagen, also ein taktisch und strategisches Spiel mit Ressourcenmanagement. Es ist sehr vielfältig, hat verschiedene Spielplanseiten, unendlich viele Karten und Marker. Es ist, achso, da sieht man so ein bisschen Spielinhalt. Es ist ein sehr großes Ding und ja, da ist die Eintrittshürde manchmal vergleichsweise hoch. Also ich habe es noch nicht gespielt, wenn er mir das nicht durchgehen lässt und ich meinen Platz Nummer 5 der auch gespielten Spiele im Regal ich nehmen soll, dann wäre es Five Tribes. Ist ganz knapp hinter. Arnak hat 2,86. Und das habe ich dementsprechend schon aber sehr häufig gespielt. Ein Spiel, das ich sehr gerne mag. Ist auch in meiner Top 100 recht weit oben vertreten. So. An die Seite und Platz machen für Platz Nummer 4 mit einer 2,92. Du siehst, es ist noch eine 2 vorne. Ne? Also es ist richtig komplex, in meine Top 5 nicht. Wobei das allerkomplexeste, das war King and Death Monster mit Stand heute, hat eine, ich glaube es war 4,2 irgendwas. Also so ganz Richtung 5 geht da nichts. Kannst dir vorstellen, da müsst ihr ja schon alle Menschen, die da bewerten, müssten eine 5 geben. Und sobald irgendwie 5 Leute da eine 3 oder eine 4 geben, dann kann es ja schon keine glatte 5 mehr sein. Dementsprechend hier, also 2,9 rum, etwas darüber, Gingopolis. Habe ich schon ziemlich lange in meiner Sammlung, mag meine Frau auch sehr gerne. Ist eine Mischung aus ganz vielen Elementen, vielleicht kommt daher die Komplexität. Ist eh immer eine Frage, was ist komplex, wenn es einfach viele Regeln sind? Ich finde es immer schwierig, wenn es so viele Ausnahmen sind. So. Also normalerweise hast du 2 Aktionen, wenn du aber Aktion A und Aktion C in Kombination willst, kriegst du eine extra Aktion und mit dieser darfst du aber nur das und das machen und nicht das und das. Immer wenn es so viele Wenn-Dann's sind, dann finde ich es komplex und dann muss ich häufig nachschauen in den Regeln nochmal während des Spiels und das ist für mich ein Zeichen, so es ist nicht ganz geradlinig, ich würde das dann als komplex bezeichnen. Und natürlich, wenn es insgesamt viel ist, also du siehst jetzt schon bei meinen ersten Titeln und gleich geht es noch so weiter, du siehst hier nur große Schachteln, du siehst hier kein kleines Karten- oder Würfelspiel, wo nur 12 Karten oder ein Würfel und ein Block drin sind. Natürlich, wenn es mehr Material, mehr Möglichkeiten gibt, kommt da natürlich automatisch Komplexität dazu. Und in aller Regel geht das auch einher mit einer längeren Spielzeit. So, also Gingopolis, ein Legespiel, ein Mehrheitenspiel, ein Drafting-Spiel, es verbindet wirklich ganz viel. Dabei hat es schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe hier die erste Ausgabe
Es gab vor kurzem noch eine neue Ausgabe, die hat ein schönes Cover, aber ansonsten hat sich, glaube ich, gar nicht so viel anderes getan von Pearl Games. Macht richtig Laune und spielen wir auch immer mal wieder, aber auch da muss man mit einer guten Stunde rechnen. Mein Platz Nummer 3 ist Roleplayer. Da bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil wenn ich jetzt nur das Grundspiel, also ich habe hier noch zwei Erweiterungen drin, von daher, genau, das ist die eine, die zweite und das ist die erste, nee, das ist die Grundregel, das ist die erste Erweiterung. Wenn ich nur das Grundspiel betrachte, hier siehst du mal so ein bisschen was vom Material, ganz viele Würfel und auch ganz viele coole Würfel mit dabei. Das ist jetzt von der Erweiterung. Und halt, wie du schon siehst, ne, wieder ziemlich viel Material, ganz viele Karten etc. Charakterblocks. Wir sind ja natürlich in so einem Fantasy-Universum Roleplayer. Ist ja auch mit R-O-L-L geschrieben. Also hier spielt man nicht eine Rolle unbedingt, sondern hier wird eine Menge gewürfelt, wie die Würfel andeuten. Und hier baut man seinen Charakter. Also hier ist quasi, es ist ein, ja, ein Eurogame, ein Strategiespiel um das Bauen des Charakters, mit dem man sonst dann vielleicht in anderen Spielen irgendwie in der Höhle geht und Goblins und Drachen verkloppt. Da geht es hier darum, diesen Charakter zu erstellen. Und daraus wurde das Spiel gemacht. Zumindest im Grundspiel. Bei den Erweiterungen kommt noch einiges dazu. Dann finde ich es auch komplex. Aber nur das Grundspiel fand ich gar nicht so heavy. Hat aber eine glatte 3,0. So. Ein Spiel, über das ich schon häufig gesprochen habe, von deiner und aller Kürze. Pandemic Legacy, eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Alle drei wurden als recht komplex bewertet. Am höchsten aber hier die Season 2 mit einer 3,23 sogar. Ich kann es verstehen, warum. Ist natürlich schwierig, wenn sich ständig, was heißt ständig, also nach jeder Partie Dinge ändern, manche hinzukommen, manche eigentlich, die im Hinterkopf fest eingepflanzt sind, okay, das und das läuft so ab, nach der dritten Partie ändert sich das vielleicht, vielleicht sogar ins genaue Gegenteil. Das ist halt das Besondere an Legacy-Spielen, dass sie sich von Partie zu Partie entwickeln, verändern, du zum Teil Einfluss nehmen kannst, in welche Richtung es geht, zum Teil aber auch völlig überrascht wirst von den Entwicklungen, die da passieren. Ich denke, deswegen haben viele Leute das recht hoch in der Komplexität bewertet. Ansonsten, gerade der Einstieg, so die ersten Partien, sind jetzt nicht wirklich komplexer als das Grundspiel Pandemie. Und von daher muss ich auch sagen, da hätte ich gedacht, da sind andere ganz weit oben. Das war aber schon mein Platz Nummer 2. Ich überlege kurz, ob es sich da lohnt, die Rückseite zu zeigen. Ja, die zeige ich mal kurz. Ja, wir sind ja in der Welt unterwegs und versuchen die Welt, also nicht wundern, Season 2 ist nicht der neueste Teil, es gibt noch die Season 0, die dann quasi in der Kalten Kriegzeit spielt. Deswegen Season 2 war das zweite von der Trilogie. So. Und dann mein komplexestes Spiel. Schon schwieriges Wort, Packung ist schwer und ich liebe es. Robinson Crusoe, ein Abenteuerspiel, ein kooperatives Spiel. Du siehst hier 1 bis 2 Stunden, es gibt da verschiedene Szenarien, die durchaus auch unterschiedlich komplex sind und unterschiedlich lang dauern und unterschiedlich viele Zusatzregeln erfordern. 1 bis 4 Spieler, tatsächlich eins der wenigen Spiele, die ich schon vor der Corona-Pandemie solo gespielt habe, einfach weil ich hatte es, ich weiß gar nicht mehr woher, aber ich hatte es irgendwoher gekauft und dann, ich war so heiß darauf, das zu spielen. Ich konnte nicht warten, bis das nächste Mal eine Spielerunde zusammen ist, dass ich mir das erste Szenario solo aufgebaut habe, krachend gescheitert bin. Am nächsten Tag wollte ich es nochmal probieren, großen Erfolg gehabt, ganz knapp geschafft und dann musste ich irgendwie da weiterspielen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Also, es macht ein bisschen süchtig, es ist ein cooles System dabei. Das Grundsystem ist auch wieder nicht komplex. Du hast 2 Scheiben, mit denen du Aktionen ausführst. Wenn du diese 2 Scheiben zur gleichen Aktion, keine Ahnung was, ich sag mal, irgendwas einsammeln, hinschickst, dann bist du auf jeden Fall erfolgreich. Aber dann kriegst du halt nur diese eine Sache. Wenn du deine 2 Scheiben, also ich sag mal, deinen Vormittag und deinen Nachmittag, den du auf dieser einsamen oder mehr oder weniger einsamen Insel verbringst, aufteilst, dann gibst du den einzelnen Aktionen nicht so viel Zeit und dann könnten sie halt schief gehen. Da ist dann das ständige Abwägen. Ja? Und dann gibt es Wunden, wenn du dich verletzt und du musst natürlich für Nahrung sorgen und für Unterschlupf. Ein Feuer wäre ganz gut. Und dann fühlst du dich wirklich hier thematisch eingebunden auf einer Insel, auf der du gestrandet bist. Und je nach Szenario hast du ein unterschiedliches Ziel, das du dann gemeinsam oder halt alleine erreichen möchtest. Es hat eine 3,80, also ein ziemlicher Sprung. Mit Abstand mein komplexestes Spiel. Und ich kann wirklich verstehen, warum. Also allein das... ich guck mal kurz. Da nicht wundern, sind bestimmt Erweiterungsmaterialien drin oder zumindest Promos, aber man sieht gar nicht so viel. Dieses Regelheft
ist nicht in 3, 4, 12 Sprachen wie manchmal, sondern nur in einer und es hat 39, ja gut, das letzte ist nämlich 38 Seiten. Das ist schon eine ordentliche Abendlektüre, wenn man das durcharbeitet. Aber ein wirklich grandioses Spiel, für das es sich lohnt, Zeit zu investieren. Noch eine Notiz am Rande von Andor. Der dritte Teil ist ein Standalone. Andor, die letzte Hoffnung heißt es. Diese Erweiterung / dann Standalone, also du kannst es spielen ohne das Grundspiel. Das wäre auch eine 3,22, also auch eine ziemlich hohe. Die habe ich aber rausgenommen, weil es für mich eher eine Erweiterung ist als ein eigenständiges Spiel. Okay, das waren sie also, meine 5, 6 komplexesten Spiele. Ich bin sehr happy damit. Komplexer darf es für mich nicht werden, dann wird es zu lang, dann springst du einfach zu selten auf den Tisch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Spielst du Expertenspiele? Was ist so dein komplexestes Spiel? Und wie würdest du sagen, wie ist Komplexität definiert? Ist das Anzahl Regeln, Dauer der Spiellänge oder spielt noch was anderes rein? Ich bin da ganz gespannt auf deine Meinung. Würde mich freuen, wenn du es in die Kommentare schreibst. Und dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen.